Ja, Vize-Gratulation zu einem 2:1 bei Blau-Weiß Linz. Ist Fußball einfach nur Kopfsache? Ja, ich glaube sehr viel, sehr viel. Ein bisschen was muss man am Platz auch dazu beitragen, aber es spielt sich viel im Kopf ab. Ich glaube, wir haben jetzt die Woche wieder ein bisschen eine Frische reingekriegt, haben wieder geschaut, dass wir mehr Spaß haben beim Fußball spielen. Ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Es war wirklich, glaube ich, von der ersten bis zur letzten Minute spielerisch und kämpferisch eine gute Leistung. Ihr habt besonders die erste Halbzeit ja komplett dominiert, zweite Halbzeit auch noch so. Am Ende ist dann fast noch ein bisschen knapp geworden. Hast du Ahnung, was die Gründe dafür waren? Ja, die waren halt viel offensiver. Wir haben keine Zeit mehr gehabt, dass wir flach rausspielen. Und wenn wir die Bälle hoch vorschießen, ist halt schwer gegen die Innenverteidiger von denen, die was doch alle ein bisschen kopfgrößer sind als unsere Stürmer. Ja, so haben wir dann vorne keine Bälle mehr halten können. Und dann passiert es, dass die so einen Druck aufbauen. Ich habe mir jetzt ein bisschen deine Karrieredaten bei der Austria angeschaut. Du hast nahezu gleich viele Tore wie Assists und auch heute wieder ein Tor und ein Assist. Ja, was war denn das Leichtere von den beiden? Ja, es war beides jetzt nicht besonders schwer. Aber ich glaube, ich habe zweimal die richtige Entscheidung getroffen und ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Alles andere ist mir eigentlich relativ egal. Das 1-0, Elfer nach Foul an Joe Handel. Wie gehst du es beim Elfer an? Weißt du vorher, wo du hinschießt oder schaust du ein bisschen, was der Tormann macht? Ich versuche einen Tormann zum Ausschauen. Ich glaube, das ist mir jetzt die letzten Male gut gelungen und ich hoffe, dass es weiter so geht. 2:0 dann, ich glaube, vom Fisnik war es ein herrlicher Pass auf dich. Ihr seid dann zu zweit aufs Tor zugelaufen und dann ja, hat der Alex dann nicht mehr sehr viel Mühe gehabt. Oder er wird wahrscheinlich in seiner Karriere schon schwierigere Tore geschossen haben. Ja, das glaube ich auch. Der Pass vom Fis war wirklich überragend, dass er mich da gesehen hat. Aber ich glaube, da hat alles passt. Er hat sich den Ball super mitgenommen, super Pass. Und ich bin richtig eingelaufen und dann, ja, für Alex war es nicht mehr schwer. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Schmidl, dass er jetzt wieder getroffen hat. Ich hoffe, das gibt ihm Selbstvertrauen und dass er jetzt weiter trifft. Genau zur richtigen Zeit. Wir werden vielleicht die Form noch brauchen. Jetzt geht es ja gleich am Dienstag wieder nach Wolfsburg. Habt ihr noch eine Rechnung offen? Ja, absolut. Wir werden ein ganz anderes Gesicht zeigen wie letzte Woche. Und wir werden sich ganz auf was gefasst machen. Wir werden von der ersten Minute an voll da sein und jetzt werden wir mal gut regenerieren, schnell heim und dann Vollgas Richtung Dienstag.